Kiwi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Nihil. Und ja, Minecraft Nihil muss natürlich weitergehen. Wenn ihr euch fragt, what the fish, wie hat er jetzt Eisenwerkzeuge bekommen? Ich bin jetzt in Minen gewesen und bei den Minen habe ich mir eben ein bisschen Eisen erfarmt und Eisenrüstung gebaut und sowas. Und deshalb wurde ich jetzt um alle meine Diamanten sozusagen fast erleichtert. Habe auch einen Ofen gebaut und dann passt das jetzt alles, die ganze Sache hier. Und dann, ja, wollte ich auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Ich habe auch einen Dungeon übrigens gefunden, also so einen Dungeon-Raum mit dem Skelett-Spawner. Da war dann so ein Buch hier drin und eben Namensschilder. Also jetzt nicht so viel Interessantes. Ich würde sagen, heute fangen wir tatsächlich erstmal damit an, uns ein bisschen Holz zu, nicht Holz zu holen, sondern hier uns ein bisschen ein Haus zu bauen und davor noch ein bisschen Holz zu holen. Denn all mein ganzes Eisen habe ich natürlich schon ausgegeben für Sachen. Allerdings habe ich ja noch ein bisschen Sticks. Oder habe ich noch Sticks? Noch genau einen Stick. Ach, für den Stick braucht man ja zwei Holz. Ich bin so dumm. Vier nehmen wir mal mit und dann können wir das hier machen. So. Und dann nochmal ein Bett erst bauen. Und dann haben wir schon wieder zu wenig Sticks für eine Holzaxt. Nein, ich möchte eine Steinaxt haben. Habe ich nicht Cobblestone mitgenommen? Doch, ich habe 49 Cobblestone. Aber ich dachte mir, what, du warst mein und hast keinen einzigen Cobblestone mitgenommen? Ich finde, Cobblestone ist das, was du am öftesten in der Höhle findest. Also wenn du in eine Höhle gehst und keinen Cobblestone findest, dann muss ich wirklich sagen, dann hast du es wirklich geschafft. Dann hast du es wirklich geschafft, mich zu überraschen. Weil dann weiß ich, yo, der Typ, bei dem gehen komische Dinge ab. Er ist in eine Höhle gegangen, wo kein Cobblestone ist. Ja. Habe ich eigentlich meine tragbare Crafting Bench mit? Nee, natürlich nicht. Ich habe mir nämlich eine tragbare Crafting Bench gemacht. Eine Crafting Bench, die ich mit nehmen kann. Von Ort zu Ort. Ja. Warte, wenn es jetzt nach wird, kann ich hier kurz mal ein Bett platzieren. Warte, Bett platzieren, schlafen gehen. Ja. So, perfekt. Das Bett dann wieder schnell abbauen und dann die Axt wieder nehmen und weiterhacken. Denn für ein wirkliches gutes Haus brauche ich noch ein bisschen mehr. Und zwar gibt es ja auch Screen Recorder, die benötigen Root-Zugriff. Root. Das ist irgendwas, hat auch mal jemand in die Kommentare von so einem Spiel geschrieben, von so einer Aufnahme-App. Da stand, erstens, bevor ihr euch Root holt, beachtet das. Der hat dann geschrieben, man kann sich ruhig Root holen, aber man sollte vorher beachten, was der Typ eben einem gesagt hat. Und der Typ, der hat eben so gesagt, ja, ich glaube, was hat er gesagt zu Root? Die können dafür sorgen, dass dein Handy aus und nie wieder angeht. Was gab's noch? Dass es aus und nie wieder angeht. Dass du denen deine WLAN-Informationen zur Verfügung stellst oder sowas. Und dass dein Handy eben ein bisschen geboostet wird und schneller wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte tatsächlich richtig sein. Und ich habe mal Root gehabt. Aber ich habe den Root-Vertrag jetzt wieder gekündigt, weil ich glaube, der hat mir auch meine Aufnahmen, meine Videos kaputt gemacht.
Dann wurden meine Videos immer abgebrochen. Und bei meinen, wenn ich mir YouTube-Videos angeguckt habe, Moment, Freunde. Und die ganze Zeit, wenn ich mir YouTube-Videos angeguckt habe, kam ungefähr immer bei der Hälfte, hat einfach immer Pause gedrückt. Das mit dem Pause drücken war tatsächlich ja nicht so schlimm. Das mit, wenn er einmal auf Pause drückt, das ist nicht so schlimm. Aber wenn ich keine ordentlichen Videos mehr aufnehmen kann, weil es die ganze Zeit abstürzt, das ist scheiße. Und ich hoffe, jetzt geht es besser. Ja. In der Perspektive Minecraft zu spielen, also in dieser Perspektive normal Minecraft zu spielen, ich glaube, das würde ich nicht so gut schaffen, weil, naja, wie soll man sagen, ich kann ja in dieser Perspektive nicht mal richtig, okay, das Einzige, was ich in dieser Perspektive kann, ist springen und laufen. Und sneaken. Und noch ein bisschen abbauen. Aber das ist einfach nicht schön. Das ist nicht gut, was ich. Ich finde diese Perspektive einfach nur blöd. Okay, finde ich diese Perspektive. Die Perspektive finde ich in Ordnung. Mit der kann ich auch einigermaßen spielen. Aber eben nur einigermaßen. Wenn du da so festbackst, dann kann ich das nicht so gut. Oh nein, jetzt bin ich in dieses Loch gefallen. Leute, immer wenn ich irgendwo Wasser habe, falle ich in solche Löcher rein. Das ist mega nervig. Und dann habe ich noch dauernd die Probleme, dass ich nicht herauskomme. Nee, Leute, ganz ehrlich, ich gehe in meine Favorite-Perspektive zurück. Die einzige Perspektive, in der ich hier wirklich zurechtkomme. Da! Und ja. Oh, da habe ich gerade meine Mutter zum Essen gerufen. Ich würde sogar sagen, dann würde ich die Folge beenden. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht heute. Ich habe einfach nur die Sachen gezeigt, die ihr machen könnt. Und ja, ich würde sagen, bis dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir ein bisschen Hausbau betreiben. Das wollte ich zwar eigentlich heute noch machen, aber wird wohl nichts mehr dann. Aber das können wir in der nächsten Folge machen. Ich meine, wir haben ja Zeit. Solange ich keine Briefe von irgendwelchen bösen Leuten in die Heel bekomme, ist alles in Ordnung. Aber das wird schon nicht passieren. Also, ciao, Leute.